Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wo die Liebe hinfällt, da verändert sich die Welt. Liebeslieder aller Sprachen und Generationen singen davon. Das ist auch in Kriegszeiten unter dem Eindruck von Waffengewalt und Zerstörung nicht anders. Wen die Liebe einmal gepackt hat mit unwiderstehlicher Kraft, der wird das zeitlebens nicht vergessen. Meistens denken wir dabei an die sogenannte erste Liebe und meinen damit das pubertäre erste Verliebtsein. Seltsam eigentlich, wo doch die wirklich erste Liebe viel früher erlebbar ist, ganz am Anfang des Lebens, in der Zuwendung der Eltern. Was wir da an Liebe mitbekommen haben, das prägt uns fürs Leben, im Schönen wie im Schweren. Nur auf dieser Grundlage des Geliebtwerdens ist es überhaupt möglich, selbst Liebesschmerz und Liebesschwüre, Liebesglück und Liebeswerben zu erleben. Bei der sogenannten ersten Liebe steht dann das eigene Ich im Vordergrund. Ich will lieben und ich will auch geliebt werden. Liebessehnsucht, Liebesglück und Liebeskummer liegen ganz nah beieinander. In der Erfüllung und im Verlust erwischt es uns immer ganz, mit Haut und Haaren, den kühlsten Kopf und bis tief in die Magengrube. Liebe kann um den Verstand bringen, das Herz höher schlagen lassen und Beine machen. Was für eine Macht die Liebe hat, erstmal in uns und über uns. Liebe lässt nicht weniger als die ganze Welt ganz anders aussehen, als würde sie den Liebenden gehören. Aber die Welt bleibt gleich. Auch nach dem Happy End im Liebesfilm geht es noch weiter und die Liebe von zwei Menschen, die muss sich dann mit den Gegebenheiten dieser Welt auseinandersetzen. Nach dem Ich der ersten Phase verlangt das Wir sein Recht. Nirgends geht das ganz problemlos vor sich. Enttäuschtes Vertrauen, gebrochene Versprechen, geplatzte Traumvorstellungen schleichen sich auf den Liebeswegen ein und verwandeln sie in oft ausweglose Sackgassen. Muss das so sein? Warum nicht weiter auf Wolken gehen, statt Stolpersteinen auszuweichen? Schlicht deshalb, weil auch die Krise zur Liebe gehört, sie sogar voranbringen kann. Simon Petrus, ein Jünger der ersten Stunde, ist ein leuchtendes Beispiel dafür. Wie sehr war seine Welt durcheinander geraten nach jenem Fischzug am See? Wie groß war seine Begeisterung für den, der ihn in seine Nachfolge gerufen hatte? Das alte Leben hat er zurückgelassen und Neues gewonnen, ist auf dem Wasser gegangen und durch dick und dünn mit Jesus. Und dann das. Sein Liebesversprechen, das höchste gleich, nämlich sein Leben aus Liebe zu lassen, schändlich dreimal gebrochen. Tod der Liebe und schlimmer noch, Tod des Geliebten, die Folge, alles am Ende. Doch der Geliebte Jesus lebt und geht den Schritt auf Petrus zu im Liebesmahl. Und dann fragt er nach bei Petrus, fragt nach der Liebe und ihrer Chance. Ich lese aus dem Johannesevangelium im 21. Kapitel.
Da sie das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er sprach zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Schon die Anrede ist mit Bedacht gewählt. Jesus spricht Petrus nicht als Petrus, als starken Felsen an, sondern als Simon, als schwachen Menschen. Und er fragt ihn: Simon, hast du mich lieber, als mich diese haben? Der Komparativ dieser ersten Frage, er erinnert noch an das Versprechen von Petrus, Jesus mehr als alle anderen zu lieben. Aber damit war er gründlich gescheitert, dreimal gescheitert. Jesus spricht Petrus nicht direkt auf seine Vergangenheit an. Er spielt vielmehr vorsichtig und mit großer Sensibilität an auf sein Versagen. Wie in einem behutsamen Beichtgespräch wird die dunkle Vergangenheit zwar angesprochen, aber nur indirekt, um dann den Blick in die Zukunft zu richten. Auf die behutsame Anspielung von Jesus folgt die behutsame und tastende Antwort von Petrus. Er vermeidet jetzt den Vergleich mit den anderen. Er ordnet sich ein und begnügt sich mit dem einfachen Ja und mit dem: Du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus überlässt damit Jesus das Urteil über die Qualität seiner Liebe zu ihm. Insbesondere seine dritte Antwort zeigt, dass von seiner früheren Selbstsicherheit mit großem Hang zur Überheblichkeit nichts mehr übrig geblieben ist. Er verzichtet auf jede positive Selbstbeurteilung und überlässt sich ganz dem Urteil Jesu: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Erst bei diesem dritten Mal wird von Petrus berichtet, dass er traurig geworden ist. Erst jetzt löst sich die Spannung. Petrus ist in seinem Herzen tief bewegt. Er findet eine Beziehung zu seiner eigenen Scham, zu seiner eigenen Schwachheit. Petrus erlebt gewissermaßen eine zweite Bekehrung. Er kann seiner Vergangenheit jetzt ins Auge sehen. Sie liegt nicht mehr lähmend über ihm. Jesus erspart Petrus nicht den Blick auf seine Unzulänglichkeit und Schuld, aber es ist ein behutsamer, es ist ein liebender Blick. Er konfrontiert ihn nicht unbarmherzig mit seinem Versagen. Vor allem steht der Blick in die Vergangenheit überhaupt nicht im Vordergrund. Jesus betraut ihn mit neuen verantwortlichen Aufgaben: Weide meine Schafe. Er, der immer schon Führungsaufgaben übernommen und im entscheidenden Moment völlig enttäuscht hat, ausgerechnet er bekommt einen großen Auftrag. Petrus soll nicht in der Depression versinken, er soll sich nicht davonstehlen aus der Verantwortung. Jesus legt Petrus nicht auf sein Scheitern fest,
Im Vordergrund steht die Zukunft. Ein neuer Auftrag, ein neuer Anfang. Dich, Petrus, will ich haben. Du sollst Hirte für andere Menschen sein, wie ich Hirte für dich und euch war. Dir vertraue ich andere Menschen an. Du sollst ihnen beistehen, sie begleiten, für sie da sein. Du sollst deine Fähigkeiten und Talente für andere einsetzen und Verantwortung übernehmen. Der Auferstandene traut das dem Petrus zu und uns allen. Auch wer einmal gründlich versagt hat, kann für Gott eine große Rolle spielen. Auch wer sich schwach fühlt, kann für Gott große Dinge tun. Im Vertrauen auf ihn können wir unsere Grenzen wahrnehmen und akzeptieren und wachsen doch zugleich und ganz ungeahnt über uns hinaus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.